The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Fanatismus und Zungenreden. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ein Geist des Fanatismus hat eine bestimmte Klasse von Sabbatheisern beherrscht. Sie haben noch flüchtig an der Quelle der Wahrheit genickt und sind mit dem Geist der Botschaft des dritten Engels nicht vertraut. Für diese Klasse kann man nichts tun, solange ihre fanatischen Ansichten nicht gerade gerückt sind. Einige dieser Leute haben geistliche Übungen, die sie als Gaben bezeichnen, und sie behaupten, der Herr habe sie in der Gemeinde eingesetzt. Sie praktizieren ein sinnloses Gestammel, dass sie die unbekannte Zunge nehmen. Sie ist nicht nur den Menschen unbekannt, sondern auch dem Herrn und dem ganzen Himmel. Solche Gaben werden von Männern und Frauen selbst hervorgebracht, wobei ihnen der große Betrüger hilft. Fanatismus, eine falsche Erregung, falsche Zungen und geräuschvolle Übungen sind als Gaben betrachtet worden, die Gott in der Gemeinde eingesetzt hat. Hierin sind einige betrogen worden. Die Früchte all dieser Dinge sind nicht gut gewesen. Es gibt viele ratlose Geister, die mit der Disziplin, einem System oder einer Ordnung nicht fügen wollen. Sie meinen, ihre Freiheit würde beschnitten, wenn sie ihr eigenes Urteil einmal beiseite schieben und sich dem Urteil erfahrener Christen beugen sollen. Das Werk Gottes wird keine Fortschritte machen, es sei denn, es besteht eine Bereitschaft, sich der Ordnung zu unterwerfen und den rücksichtslosen, unordentlichen Geist des Fanatismus aus ihren Versammlungen zu verbannen. Eindrücke und Gefühle sind kein sicherer Beweis, dass ein Mensch vom Herrn geführt wird. Satan wird, wenn man nicht darauf gefasst ist, Gefühle und Eindrücke vermitteln. Sie sind aber keine sicheren Führer. Alle sollten sich gründlich mit dem, was für unseren Glauben spricht, vertraut machen. Sie sollten vor allem studieren, wie sie ihre Berufung führen und zur Ehre Gottes Frucht bringen können. Ein leichtfertiger, alberner, rücksichtsloser Geist sollte gerügt werden. Es ist kein Beweis, dass Gottes Gnade am Herzen von Menschen arbeitet, wenn sie in der Versammlung mit Begabung sprechen und beten. Sobald sie aber draußen sind, sich zu einer groben und sorglosen Sprech- und Handlungsweise hinreißen lassen. Die Wahrheit Gottes wird den Empfänger nie herabziehen, sondern erheben, seinen Geschmack verfeinern, sein Urteil heiligen und ihn für die Gemeinschaft mit reinen und heiligen Engeln im Reich Gottes vorbereiten. The Lord is coming. Are you ready?